knapp 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier beim Frühstück um kurz nach 5 Uhr morgens nahmen die Herausforderung des ersten Taubertal 100 Ultramarathons an. Drei Streckenlängen standen zur Auswahl, Ziel 1 nach 50 Kilometer Bad Mergentheim, die 71 Kilometer Distanz endet in Tauberbischofsheim, finaler Endpunkt nach 100 Kilometern Wertheim. Die Stimmung am frühen Morgen positiv, eine Mischung aus Vorfreude und leichter Nervosität. Für ein wunderschönes Ambiente sorgt nicht nur der Startort Rothenburg ob der Tauber, sondern auch ein Fackellauf der Protagonisten vom Würzburger Tor durch die Altstadt zum Burggarten. Abstieg über den Trail, Start an der hölzernen Fuchsmühlenbrücke im Taubertal. Gemeinsames Einstimmen auf das, was kommt. Ultramarathonstrecken, also länger als die Marathondistanz von 42 Kilometern. Und die werden immer populärer. Ja, Ultralaufen ist Laufen mit Genuss, würde ich sagen eben. Und Ultraläufe sind eigentlich Genussläufe, wo überwiegend Individualisten sind. Das heißt, es sind Leute, wo sich ein bisschen von der Masse abheben dann, die eben auch ein bisschen die Natur genießen möchten und irgendwann besondere Ziele vor Augen haben dann. Eine letzte Umarmung, noch ein Kuss dazu. Dann zählt der Veranstalter des Events Hubert Beck mit den Anwesenden die Uhr bis zum Start runter. Das Feld entschwindet in die Dunkelheit. Hubert Beck ist zufrieden. Jetzt ist es Sache der Läufer, anzukommen und einen wunderschönen Tag zu erleben. Und meine Aufgabe, sage ich mal, ist vorerst erledigt. Und jetzt geht es nur noch darum, ja, die Checkpoints zu betreuen und zu optimieren und die Dinge, die dann so anfallen, zu regeln. Aber 99% der Dinge sind gelaufen. Beck, selbst ein Extremläufer mit der Vision, einen Lauf anbieten, den er selbst unbedingt absolvieren würde. Die Temperaturen zu Beginn der Veranstaltung bei knapp 6 Grad, also leicht kühl, dazu ein lang anhaltender Nebel. 80 Helfer kümmern sich bei den Check- und Versorgungspunkten um das leibliche Wohl. Die Streckenführung einmalig. Ultramarathons sind oft Rundläufe, hier beim Taubertal 100 Event als Premiere, eine Punkt-zu-Punkt-Strecke. Was bleibt, ist die Herausforderung. Da ist immer eine Kopfsache eben dann, auch das Ziel zu erreichen ist eine Kopfsache. Man überlegt sich immer, was habe ich vor eigentlich, was möchte ich erreichen, nimmt sich kleine Etappen vor eben dann, man läuft von Kilometer 5 zum Kilometer 10 bis zum nächsten Punkt. Man läuft also nicht die ganze Strecke, sondern vom Kopf her läuft man immer von einer Etappe zur nächsten dann. Das heißt, an einer Etappe sage ich, ja, jetzt gibt es ein paar Gummibärchen zum Beispiel, dort da drüben kriege ich Schokolade, da laufe ich zum nächsten Café. Also das ist ein Lauf von einem Punkt zum nächsten und nicht von A nach B eben. Die Qualifikationshürde, um bei dieser Veranstaltung mitzumachen zu dürfen, recht hoch. Als Finisherzeit in der Marathondistanz gelten 4 Stunden oder unter 14 Stunden über die 100 Kilometer. Das Ambiente einmalig. Kurz vor der Mittagszeit entschwindet auch langsam der Nebel. Nach 50 Kilometern das erste Etappenziel, Bad Mergentheim. Die Temperaturen im Schatten klettern langsam in Richtung 20 Grad. In der Sonne ist es natürlich um einiges wärmer, zum Laufen fast schon zu warm. Die Tour hauptsächlich auf dem Radweg liebliches Taubertal. Nächstes Ziel Tauberbischofsheim. Und den Applaus für die ankommenden Sportler, den haben die sich auch mehr als verdient. Immerhin 71 Kilometer sind bis dahin zurückgelegt. Schlusspunkt schließlich nach 100 Kilometern, das Ziel unterhalb der Wertheimer Burg als abschließender Höhepunkt. Nach 8 Stunden und 46 Minuten ist es soweit. Hubert Beck wollte einen Lauf anbieten, den er selbst gerne absolvieren würde. Dieses Ziel ist mit der ersten Auflage des Taubertal 100 Ultramarathons ganz sicher erreicht.